Gekochter Blumenkohl mit weißer Soße aus einer Mehlschwitze. Wie dieses wunderbare Rezept funktioniert, seht ihr in diesem Video. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Frischer Blumenkohl in weißer Soße. Das klingt nicht nur gut, das ist auch noch gut. Entweder als prima Beilage zu einem Fleischgericht oder als vegetarischer Hauptgang. Was wir dazu brauchen, ist natürlich jede Menge frischer Blumenkohl. Ich habe den hier schon mal in große Röschen vorbereitet. Und dann möchten wir später eine Mehlschwitze machen, und zwar ungefähr einen Liter. Deswegen brauche ich hier 50 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl. Und wenn ich meine weißen Soßen koche, dann darf auch nie Muskatnuss fehlen und ein kräftiger Schluck Sahne. Das sind jetzt hier 500 ml und den Rest nehme ich aus meinem Blumenkohl. In das kochende Wasser, da habe ich schon Salz hineingegeben, eine ganz leichte Salznote. Und wer mag und wer es verträgt, kann auch eine Prise Zucker mit hineingeben. Das tut dem Blumenkohl eigentlich immer gut. Und diesen Blumenkohl, den kochen wir jetzt erst einmal, bis er gar ist. Dauert in der Regel so 7 bis 8 Minuten. Da müsst ihr mal einfach mal ein Stückchen probieren. Den stelle ich mir jetzt an die Seite. Jetzt mache ich meine Mehlschwitze. Mehlschwitze, der Name sagt es schon, heißt, das Mehl möchte angeschwitzt werden. Meine 50 Gramm Butter kommen in den Topf, die lasse ich schmelzen. Unsere Butter ist zerlassen, da geben wir jetzt unser Mehl drauf. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, dieses Mehl muss jetzt ein bisschen angeschwitzt werden. Und wir können jetzt praktisch die Butter mit dem Mehl wunderbar vermengen und so lösen sich alle Klumpen auf. Im besten Falle soll es so sein. Und wenn das so angeschwitzt ist, geben wir da jetzt schon in diesem Fall einen ersten Schuss Sahne dazu. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, das wird jetzt ein furchtbar hässlicher Klumpen werden, weil das Verhältnis stimmt ja in keinem Fall. Wir wollen ja am Ende einen Liter Soße haben. Aber durch dieses kleine Hinzugeben erreichen wir jetzt, dass wir noch einmal wirklich dafür sorgen können, dass sich alle Klumpen auflösen. Schaut mal, jetzt fängt es an zu binden. Und ihr merkt schon, ich habe jetzt wirklich Kraft und die Möglichkeit, alle Klumpen zu zerrühren. Schaut mal, eine ganz klassische Mehlschwitze. So sieht es aus. Und da geben wir jetzt die nächste Sahne dazu. Alles auf einmal. Und auch das soll jetzt nochmal verrührt werden, dass da wieder eine glatte Soße entsteht. So, gleich haben wir es. Das muss jetzt nur wieder warm werden. So, das ist der erste Teil unserer Soße. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist unser Blumenkohlfond. Und jetzt habe ich eine einmalige Möglichkeit. Ich gebe jetzt unser Blumenkohl-Kochwasser jetzt immer in kleinen Etappen zu unserer Mehlschwitze mit der Sahne. Und zwar so lange, bis ihr das richtige Verhältnis getroffen habt. Der eine mag die Soße ein bisschen dicker, der andere mag sie ein bisschen dünner. Das macht ihr jetzt bitte genauso, wie ihr das wollt. Und wenn ihr die richtige Konsistenz erreicht habt, dann bitte noch mal 2 Minuten vor sich hin köcheln lassen, damit das Mehl auch gar wird. Meine Soße hat jetzt die Konsistenz, die ich mir wünsche. Da gebe ich im letzten Moment immer frisch geriebene Muskatnuss dazu. Das mache ich so spät wie möglich, damit auch die ätherischen Öle der Muskatnuss nicht verkochen. Auch das müsst ihr bitte so machen, wie ihr das möchtet. Das Blumenkohlwasser war ja schon gesalzen, meine Soße aber noch nicht. Und deswegen würze ich hier noch ein bisschen nach, auch ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer. Einmal verrühren, einmal probieren. Da kommen Erinnerungen hoch. Eine schöne Pellkartoffel dazu und gewürfelter Kartenschinken, eine Delikatesse. Aber die Fantasie, die überlasse ich euch. Da haben wir unseren dampfenden, gekochten Blumenkohl. Und da geben wir jetzt die weiße Soße richtig schön oben drüber. Und ich finde, es sieht aus wie ein schönes Versprechen. Wer hat frisch gehackte Petersilie und wir haben das perfekte vegetarische Essen? Ich kann euch viel erzählen, aber das ist super lecker. Ich verspreche es euch. Das Rezept findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unter diesem Video und auf unserer Homepage. Und über einen Daumen hoch wird sich das ganze Team von der La Cucina freuen. Über ein Abo noch viel mehr. Tschüss, ihr Lieben.